Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Outdoor-Kanal. Heute geht es um Gefahren draußen in der Natur und worauf ihr zu eurem eigenen Schutz achten solltet. Mein Name ist Lars Konarek und ich bin ja, wie ihr vielleicht in dem vorletzten Video sehen konntet, Opfer einer Borrelienerkrankung geworden. Und das soll jetzt kein Jammern sein, sondern es passt gerade zu dieser Folge, dass ich euch mal ein bisschen über das Thema Zecken, Mücken und so weiter und natürlich auch andere Gefahren aufkläre. Und mich hat es tatsächlich höchstwahrscheinlich von einer Mücke erwischt, denn Borrelien können auch von Mücken übertragen werden. Es ist nicht nur die Zecke, die euch die Borrelien mitgibt, sondern es können auch Mücken sein. Und bei mir waren mehrere Einstiche an einer Stelle. Das spricht auch für die Mücke, denn die Zecke, die beißt sich ja nur einmal fest und verbleibt in der Regel dort. Und das Ganze ist hier passiert und daher wäre das auch kein guter Standort für die Zecke gewesen, denn das war unter der Socke und hier der Schuh, der Wanderschuh, der hat immer hier an der Stelle gerieben. Das heißt, die Zecke hätte dort gar keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie niederzulassen, weil eben durch den Abrieb die in ihrem Verhalten gestört worden wäre. Naja, nichtsdestotrotz ist es dann passiert. Ich habe nach ein paar Tagen einen Borrelienring bekommen hier, diese typische Wanderröte, die aber nicht alle Personen bekommen. Und ich bin dankbar, dass das stattgefunden hat, weil das ja ein Indikator für eine Borreliose in den meisten Fällen ist. Und natürlich bin ich dann sofort zum Arzt gefahren und dann hat man mich dementsprechend meiner Meinung nach fachgerecht gut behandelt. Das Problem war eben, dass ich gemerkt habe, wie diese Borreliose mir zusetzt und da ich ja nie krank bin, also ich bin auch eigentlich in der Regel immer quietschfidel, gut gelaunt, stehe morgens oft um 5 Uhr auf und mache schon irgendwelche sportlichen Aktivitäten, habe ein hohes Leistungspensum, habe ein hohes Arbeitspensum, ich arbeite auch gerne, aber das ging auf einmal nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, keinen Antrieb mehr, ich hatte auch keine Kraft in den Muskeln, das Treppensteigen ist mir extrem schwer gefallen. Ich konnte gar nichts mehr machen und das war natürlich ein Indikator dafür, dass der Körper da von diesen widerlichen Viechern heimgesucht worden ist. Das ging dann ein paar Wochen. Und natürlich ist es mit der Medizin besser geworden. Die Intervalle, in denen ich mich schlecht gefühlt habe, die sind deutlich länger geworden. Ah, jetzt kommen die Mücken, wenn man drüber redet. Naja, und dann ging es mir aber teilweise wirklich hundsübel. Und ja, es war eben nicht schön. Nichtsdestotrotz, es gibt Menschen, die erwischt es viel, viel schlimmer. Denn ich kenne eine Frau, die hat sogar im Rollstuhl gesessen wegen den Borrelien und die wurde auch schon von den Ärzten abgeschrieben. Die ist dann mit alternativen Heilmethoden, hat die sich dann weitergekämpft und das war tatsächlich erfolgreich, was mich auch sehr für diese Person freut. Und naja, nichtsdestotrotz, und da haben wir natürlich schon den perfekten Einstieg, denn ich möchte euch ja heute Gefahren draußen in der Natur vermitteln und die Zecke und die Mücke, das sind typische Gefahrenquellen und ich sage euch jetzt, wie ihr denen habhaft werdet. Der Schlüssel zum Erfolg besteht meiner Meinung nach immer in der Prävention und wer gut vorbeugt, der muss später weniger heilen. Denn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es meistens zu spät oder man kann nur noch eine Schadensregulierung, eine Schadensbegrenzung durchführen. Tja, wie schützt man sich jetzt vor Zecken? Ganz einfach, Mann oder Frau sollte immer lange Hosen in der Natur tragen, vor allem dann, wenn es durchs hohe Gras, durchs Unterholz im Wald etc. geht, denn dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Das heißt nicht, dass man keine Zecken bekommt, aber für die Zecke ist es natürlich schwieriger, dann irgendwo auf die Haut der Beine etc. zu kommen, denn das Beinkleid, die Hose, die schützt davor. Und es ist selten, dass die Zecke jetzt irgendwo am Schuh hochkrabbelt und dann hier unten irgendwo reingeht durch den Hosenbund, sondern die Zecke krabbelt meistens nach oben und geht dann in den Bauchbereich oder auch höher. Und wenn man dann noch idealerweise eine helle Hose trägt, dann sieht man die Zecke auch sehr gut. Und wenn man dann noch ein bisschen drauf achtet, naja, das ist ja schon dann fast unmöglich für die böse Zecke, sich dann an eurem Körper, ja, irgendwie festzusaugen.
Man kann natürlich auch Produkte von bekannten Herstellern nehmen, die auch gegen Zecken schützen, sogenannte Repellenz. Die wirken auch gegen Mücken. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nicht immer so gesund, auch wenn der Hersteller keinen Warnhinweis auf den jeweiligen Produkten anbringt. Wenn man sich aber mal mit den Inhaltsstoffen befasst, dann ist es schon teilweise leicht besorgniserregend. Denn nicht das, was die Werbung verspricht, ist dann letztendlich schön, sondern es sind die Fakten, was man nachher im Blut hat. Denn das ein oder andere Mittel, das ist nachgewiesen, das geht ziemlich schnell in die Blutbahn. Also ihr tragt es auf, das geht durch die Haut ins Blut und das ist nicht so dolle und daher ist es immer besser, wenn man irgendwie physische Barrieren schafft, also vielleicht ein Mückennetz anzieht, vielleicht eine lange Hose trägt, ein langes Hemd und dann eben sich immer wieder auf Zecken überprüft. Und zwar das vielleicht sogar mehrmals am Tag und dann fährt man relativ gut. No. Ja, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade Besuch von einem Pferd bekommen von dem Pony, das grast hier gerade hinter mir ab und Kira ist ein Arbeitshund, die kommt gut mit Tieren klar, daher gibt es da keine Probleme, aber es ist witzig, weil jetzt habe ich jemanden, der mich hier in meinem Live-Video tatsächlich, ich sag mal, unterstützt. Gut, kommen wir noch mal zu den Zecken. Wenn ihr jetzt eine Zecke haben solltet, dann verfallt bitte nicht in Panik und schiebt Borrelien oder FSME-Ängste. Nein, die Zecke einfach entfernen. Am besten sind dafür natürlich Zeckenhaken, weil mit den Zeckenhaken, da könnt ihr in die Zecke einhaken und dann geht ihr bis zum Anschlag. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Brechstange. Dann dreht ihr das einmal ein bisschen, den Haken, zieht den wieder hoch und dann könnt ihr die Zecke rückstandslos entfernen. Und das ist immer eine gute Geschichte, eine sichere Geschichte. Solche Zeckenkarten oder das Entfernen mit den Fingern, das ist immer schwierig. Das Viech hat sogar noch einen Zopf gebunden oben an der Mähne, das ist witzig. Naja, und no. Und genau, achtet einfach darauf, regelmäßig eine Zeckenkontrolle durchzuführen und dann fahrt ihr relativ gut. Jetzt kümmere ich mich mal um das Teil hier, dass das gute Wesen hier mal nochmal auf die Weide kommt. Bei mir gibt es eben nichts zu essen. Ja, ich musste gerade die Location wechseln, denn das Pferd hat die Bank jetzt für sich beansprucht, was ja in Ordnung ist. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und jetzt kommen wir mal zu den Mücken. Mückenschutz ist natürlich auch immer gut, wenn man präventiv arbeitet. Und hier gibt es spezielle Bekleidung, die ihr eben nutzen könnt, weil da keine Mücken durchstechen können. Da müsst ihr euch mal ein bisschen durchwühlen im Netz und mit dieser Bekleidung ausstatten. Diese Bekleidung hat in der Regel einen hohen Tragekomfort. Es gibt auch dünne Gewebe, die tatsächlich helfen, auch dass die Mücke nicht durchkommt. Und das ist eben das, was gut wirkt. Natürlich kann man Chemikalien auf sich auftragen, solche Naturhilfsmittel wie Kokosfett, Knoblauchessen und so weiter. Das hilft leider alles nichts. Ich bin jetzt 20 Jahre im Wald. Ich hätte mir das gerne gewünscht, dass es funktioniert, aber es funktioniert leider nicht. Und daher müsst ihr, wenn ihr jetzt wirklich ein großes Mückenproblem habt oder Angst vor Mücken habt oder von denen gestört werdet oder Angst habt, dass ihr euch irgendwie mit irgendwas infiziert, einen physischen Mückenschutz anziehen. Das heißt, entweder ein Mückennetz über den Kopf oder irgendwo in einem Mückennetz draußen schlafen. Da gibt es ganz tolle Hüte, die haben ein eingebautes Mückennetz. Da sieht man so ein bisschen aus wie ein Imker, ist jetzt nicht ganz so stark und so dick und so engmaschig. Aber das ist das Einzige, was wirkt und ansonsten kommt er eben an den Chemikalien nicht vorbei. Aber ich sehe hier kein so großes Risiko, also nicht jede Mücke überträgt Borrelien. Und ich glaube, die Chance, dass ihr von einer Mücke gestochen werdet und schwer erkrankt, die ist derzeit bei uns hier in Deutschland noch relativ gering. Natürlich heißt es nicht, dass man nichts bekommen kann, denn wir haben ja mittlerweile auch invasive Arten hier, die ja auch andere Krankheitsbilder mitbringen. Zum Beispiel die Tigermücke, die überträgt ja so ein tropisches Fieber und auch andere Krankheiten. Und die Tigermücke gibt es natürlich auch schon in Deutschland und natürlich auch schon seit einiger Zeit in der Schweiz.
Die großen Tiere sind in der Regel auch nicht gefährlich, wenn ihr nicht in deren Lebensraum direkt eindringt, wenn ihr die Tiere nicht in Panik versetzt oder in irgendeiner Weise bedroht oder euch komplett fehlverhaltet. Was passieren kann, wenn man bei einer Wanderung oder bei einer Outdoor-Aktivität draußen unterwegs ist, dass man vielleicht irgendwie auf dem Land, auf einer Kuhweide vorbeikommt, an einer Kuhweide vorbeikommt, Entschuldigung, oder die vielleicht sogar passieren muss, was in den Alpen, im Schwarzwald, in anderen Mittelgebirgen manchmal der Fall ist. Da lassen die Bauern so eine kleine Öffnung frei, dass man dann durch den Zaun gehen kann und dann die Weide überqueren kann, um dann eben den Wanderweg weiter genießen zu können, weil der Wanderweg halt leider über diese Weide führt. Leider meine ich jetzt nicht negativ, aber in dem Falle ist es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen mit Überwindung verbunden. Und man muss natürlich aufpassen, wenn die Tiere Junge haben, Kühe oder so, dann kann das sein, dass sie den Angriffsmodus wechseln und das ist natürlich dann doof. Also wartet man ein bisschen, bis man Abstand gewonnen hat, bis die Herde sich entfernt oder ansonsten nimmt man einfach einen anderen Weg oder umgeht die Weide. Gerade bei Hundebesitzern ist es problematisch. Es gibt viele 100 Unfälle mit Weidevieh in Bezug auf Hundebesitzer und hier muss man einfach immer wissen, wenn die Kuh auf einen zukommt, dann ja, ist es ganz einfach gut, wenn man den Hund laufen lässt, weil die Kuh ist nicht am Mensch interessiert, die ist am Hund interessiert und deswegen ist es dann der beste Weg, wenn man sich dann einfach vom Tier frei macht, den Hund kriegt man ja wieder, aber es ist besser, als wenn man von der Kuh angegriffen wird. Ja, und jetzt kommt gerade das Pferd wieder, also hier bleibt es spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und ob ich das Video noch weiter fortführen kann oder ob ich mich tatsächlich um dieses prächtige Tier noch kümmern muss. In den meisten Fällen braucht ihr gar keine Angst zu haben vor Wildschweinen, vor irgendwelchen Rehen, Hirschen oder sonstigem, weil die sind in der Regel scheu und die suchen alles andere als den Menschen. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr irgendwo lang geht und es riecht so ein bisschen Maggi-artig, das ist immer so ein Erkennungszeichen, dass Schweine irgendwo in der Ecke unterwegs sind oder waren. Ist natürlich auch immer windabhängig. Es kann auch sein, dass die mehrere Kilometer entfernt sind und der Wind trägt euch eben diesen komprimierten Geruch bis vor die Füße, ja, dann heißt es aber nicht, dass ihr jetzt direkt im Umfeld irgendwie mit dieser Art von Wild rechnen müsst. Aber wenn es windstill ist, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn die Frischlinge haben, dann kann es sein, dass die Sauen euch tatsächlich angreifen. Und deswegen, wenn man das irgendwie sieht, schon aus der Entfernung heraus, dann geht man einfach einen anderen Weg und meidet die und geht auf keinen Fall näher an diese Tiere ran. Weil es würdet ihr ja auch machen, wenn sich jemand Seltsames eurem Kind nähert, ja, dann geht er auch in den Alarmmodus. Und genauso machen es die Tiere. Die haben halt keine Möglichkeit, euch mitzuteilen, naja, bitte bleib stehen, ich habe Angst um meine Kinder. Und dann greifen die eben instinktiv an. Und so verhält es sich auch vielleicht bei anderen Tieren größerer Art. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten gibt es draußen tiermäßiges nichts, was großartig für euch gefährlich werden könnte. Schlangenbisse kommen natürlich immer mal wieder vor, vor allem im Alpenland, in Bayern, Baden-Württemberg etc. Da gibt es ja Zahlen von der Berufsgenossenschaft, von der Bayerischen. Ich glaube, das war vor 10 Jahren etwa so 30 bis 40 Personen im Jahr, die von der Kreuzotter gebissen werden. Das sind aber, wie gesagt, überwiegend Waldarbeiter und hier muss man wissen, die Kreuzotter ist ja auch ein relativ scheues Tier und sobald es euch da irgendwo trampeln hört, dann ist die sofort verschwunden. Und wenn man natürlich nah an die Schlange dran geht, ein Selfie macht, die vielleicht ein bisschen provoziert, dann kann es sein, wenn die sich in die Enge getrieben fühlt, dass sie euch dann tatsächlich beißt. Und deswegen einfach immer eine gesunde Distanz zum Tier halten, dem Tier seinen Lebensraum lassen und dann kommt ihr eigentlich immer gut weg. Tja, und Tiere sonstiger Art hier bei uns jetzt in Deutschland, die jetzt irgendwie bei eurem Outdoor-Erlebnis seltsam werden könnten, für euch zur Gefahr werden könnten, gibt es meiner Meinung nach nicht. Was ich schon mal erlebt habe, ist, dass mich ein Raubvogel beim Joggen angegriffen hat, dass er mir immer so über den Kopf geflogen ist, ganz knapp und versucht hat, so in die Haare mit seinen
Greifern da rein zu, fassen oder mich abzuschrecken. Ja, aber als ich das Revier verlassen habe, dann hat das Ganze auch eben aufgehört. Eichhörnchen können auch wütend werden. Ich bin auch schon mal von einem Eichhörnchen angeknurrt worden, hoch in einem Baum drin. Das kann natürlich auch passieren. Aber das sind keine Sachen, die jetzt für euch lebensbedrohlich sind. Und deswegen, Leute, immer wieder mein Appell, geht raus, lasst euch davon nicht abhalten, denn Natur birgt so viel tolle Erfahrungswerte. Und nur wenn man rausgeht, kann man was erleben. Und ihr seht, das was gerade mit dem Pferd passiert ist, das war nicht geplant, das war nicht abgesprochen mit dem Pferd, das war auf einmal da und das wäre nicht passiert, wenn ich jetzt nicht draußen gewesen wäre. Und daher raus mit euch, so gut es nur geht. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr unbedingt abonnieren. Drückt auch die Glocke, damit ihr keine wichtige Folge mehr verpasst. Und mehr zu mir und meinen Kursen findet ihr auf www.larskonarek.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte nochmal für meinen Podcast mit John Salutz, dem bekanntesten Überlebenstrainer der Schweiz, werben, was ihr auf allen bekannten Plattformen, also Podcast-Plattformen, anhören, streamen und vielleicht auch abonnieren könnt. Das Podcast heißt Bush Talk. Den Link dazu setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und ich möchte noch ein Dankeschön aussprechen an meine Freunde, die Jay und der Panzer, für dieses tolle T-Shirt. Und ich habe denen versprochen, dass ich dieses T-Shirt mal in einem Video tragen werde. Und das habe ich jetzt damit getan. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, eure gute Freundschaft und auch alle anderen Menschen, die mir jetzt auch bei den Borrelien beigestanden haben und nett zu mir waren und auch an alle Leute, die mich kennen, die mir über Social Media, über Telegram und so weiter Genesung gewünscht haben und vor allem auch gute Gesundheitstipps gegeben haben. Herzlichen Dank an euch. Ich denke mal, ich habe es hoffentlich komplett überstanden und werde auch hoffentlich nicht wieder krank. Und ja, freue mich schon, wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Also bis dato eine schöne Restwoche. Bis bald. Ciao.